Beim Spielen vom HD-Remaster von Legend of Zelda Skyward Sword hatte ich gemischte Gefühle, denn auf der einen Seite ist das Spiel ein interessanter Abstecher in die chronologischen Anfänge des Zelda-Universums. Glaube ich zumindest. Einen Moment. Ah ja, doch. Skyward Sword macht es sich ungefragt zur Aufgabe, ein paar der Origin-Stories zu klären, wie zum Beispiel die Entstehung des berühmten Triforce- und Vogellogos oder dem Masterschwert. Auf der anderen Seite kann man in diesem Spiel sehr stark erkennen, warum sich Nintendo für seinen nächsten Teil in der Zelda-Reihe dazu entschlossen hat, manche Dinge etwas anders zu machen. Skyward Sword war zu seinem ursprünglichen Release ja doch eher ein kleiner Ladenhüter, da viele Leute keine Wii U hatten und das ganze Motion-Control-Thema auch zum 17. Mal niemanden so wirklich interessiert hat. Man hat im HD-Remaster noch die Option, die Motion-Controls zu benutzen, aber ich war doch ehrlich gesagt heilfroh, dass es eine normale Steuerung über die Analog-Sticks gab, da diese nicht nur etwas weniger fummelig ist, aber mich auch mit dem Zentrieren der Kamera hinter Link an alte Ocarina of Time-Zeiten erinnert hat. Der Zwiespalt der Gefühle bei meinem Skyward Sword Playthrough kam meistens durch das Dungeon-Design. Denn irgendwie war das alles etwas langweilig? Hier ist wie Skyward Sword ungefähr aufgebaut ist. Es gibt drei große Gebiete, in die man regelmäßig zurückkehrt. Ein Waldgebiet, ein Vulkangebiet und ein Wüstengebiet. Neben dem ganzen Wolken-Dings natürlich. Innerhalb dieser Areale gibt es über den Spielverlauf hinweg zwar auch leichte Veränderungen, zum größten Teil bleiben sie aber gleich. Dass sich das Vulkangebiet und das Wüstengebiet mit relativ wenig Fauna oder anderer Vegetation sowieso nicht groß unterscheiden, hat leider auch nicht geholfen. Meistens startet man von seinem Heimatdorf im Himmel, dem Wolkenhort, aus und lässt sich dann in eines der Gebiete fallen und muss dort ein wenig Kleinkram erledigen, um den Dungeon freizuschalten und dort drin dann einen Bossgegner besiegen, um mit einem Gegenstand die Story voranzuschreiten. Alles ziemlicher Standard-Zelda-Kram. Das Spiel folgt dem typisch linearen Format noch sehr treu und das ist erstmal für sich genommen nichts Schlimmes. Aber irgendwas anderes hat mich an diesen Dungeons und an diesem Aufbau einfach gestört. Vielleicht waren es die etwas erzwungenen Items, die dieses Mal natürlich stark auf die Motion Controls ausgelegt waren und manche davon einfach nur langweilig und zeitfressend waren. Vielleicht waren es die streckenweise super leblosen Vorgebiete, die mir einfach kein Gefühl von dem Land und seiner Bewohner vermitteln konnten und einfach tot wirkten. Vielleicht war es das Recyceln von Gebieten und teilweise sogar den Dungeon selbst im späteren Spielverlauf. Aber ich glaube, der größte Faktor war, dass sich die meisten Dungeons einfach so leblos angefühlt haben. Viele der Dungeons in Skyward Sword tun halt einfach ihren Job, aber halten keine großen Überraschungen oder irgendwelche beeindruckenden Setpieces bereit. Auch wenn man schon gemerkt hat, dass sich die Zukunft von Legend of Zelda hier leicht ankündigt in Dingen wie der Ausdaueranzeige und den zerbrechlichen Schilden, hat sich Skyward Sword einfach noch nicht den großen Schritt getraut, wirklich alles zu ändern. Und es wird schon fast so, als hätten diese traditionellen Werte das wirkliche Potenzial von Skyward Sword etwas zurückgehalten. Denn es gibt ein paar richtig coole Elemente in Skyward Sword und meistens hatte ich ein paar sehr ernüchternde Spielstunden und wurde dann von einem saucoolen Element wachgerüttelt und war so: ja, genial! Mehr davon! Und dann wieder: oh, irgendwelche Sachen auf der langweiligen Map einsammeln. Ah. Es gibt einen Waldtempel und einen Feuertempel und einen, naja, Unterwasser, alles, was man sich schon gefühlt 100-mal gesehen hat. Und Skyward Sword hier auch nicht wirklich viel unternommen hat, um eine Schippe draufzulegen. Aber dann gibt es wiederum was ist das? Ist das ein Tempel mit einem neuen Thema, in dem die Zeitreisemechanik eingesetzt wird, um zwischen einem voll betriebsfähigen Schiff und einem in der Wüste gestrandeten Schiff hin und her zu wechseln?
Ist das ein Level, in dem ein thematisch interessanter Miniboss ein Skelett-Piratenkapitän ist, den man auf einer Planke bekämpft und ihn davon runterschubsen muss, um den Kampf zu gewinnen? Ist das ein Tempel, in dem man das erste Mal in Zelda History in den Bossraum kommt und dort niemand ist, sondern auf einmal das ganze Schiff von einem mysteriösen Tentakelmonster angegriffen wird, man aus dem Tempel fliehen muss wie Aladdin aus der Wunderhöhle und man den Bossgegner dann auf den zertrümmerten Resten des Dungeons bestreitet, den man gerade hinter sich gelassen hat? Genial! Ich liebe das Piratenschiff, weil sich alles in diesem Dungeon so natürlich angefühlt hat. Die Räume hatten alle eine Funktion. Man schleicht sich durch das Fenster in verschiedene Räume und Kajüten. Man lässt die Seitenboote hoch und runter, um sich durch das Schiff zu navigieren. Der thematisch relevante Miniboss und die Überraschung am Ende des Bosskampfs. Alles hat sich irgendwie natürlich angefühlt. Und dann gibt es wieder einen Idealstandard. Lava-Tempel mit Lavaraum. Und Lavaraum und Lavaraum. Bei dem ich fast eine halbe Stunde an einem Rätsel nicht weiterkam, weil ich nicht drauf gekommen bin, dass ich diese Wasserpflanze mit meinem Schwert aufspießen muss und ich sie dann tragen kann. Wieso sagt mir... Dann gibt es wiederum einen coolen Bosskampf in der Luft, indem man mit Hilfe seines Vogels einen riesigen Gegner hinterherfliegen muss, um ein Monster auf seinem Rücken zu bekämpfen. Das ist eine mega coole Idee. Auch wenn die Steuerung hier etwas nervig ist, aber egal. Ich freue mich immer, wenn sich ein Legend of Zelda traut, einen neuen Bösewicht auf den Plan zu rufen und nicht immer wieder auf Ganon zurückzufallen. Auch wenn die Bosskämpfe mit Ghirahim ein einziges Gefummel mit dem Schwert sind, immerhin ist es mal ein neuer Antagonist, der Link auf eine etwas neue Weise herausfordert und richtige Schwertduelle in Legend of Zelda eh immer zu kurz kommen. Ich mag es, dass Link in diesem Teil schon fast eine richtige Persönlichkeit hat und dass auch mal eine Nebenfigur wie Bardo eine richtige Charakterentwicklung und wichtige Momente in der Story bekommt. Aber wieder doof, dass es nicht noch weitergetragen wird, weil Link als stummer Protagonist einfach zum größten Teil ein unbeschriebenes Blatt bleiben muss. Und den Nebenfiguren selten noch etwas mehr Raum gegeben wird, um sich zu entwickeln und die präsentierte Welt noch etwas mehr ausdetailliert zu erzählen. Ich glaube, ihr merkt so langsam, worauf ich hinaus will. Ich hatte definitiv meinen Spaß mit Skyward Sword und viele der Ideen und Story-Momente darin fand ich absolut Wahnsinn. An den Anfang der Chronologie zu springen und sozusagen die Origin-Story von all diesen immer wiederkehrenden Figuren zu erzählen, ist aufregend. Allerdings musste ich mich durch so viele Stellen dieses Spiels wirklich kämpfen, weil sie mir einfach schlichtweg keinen Spaß gemacht haben und sie sich unglaublich nervig angefühlt haben, wie effektiv dieser ganze Tempel hier. Es ist schön, dass sich mit Breath of the Wild danach die Reihe in eine neue Richtung bewegt hat und ich bin ziemlich sicher, dass wir hier noch einige coole Neuerungen erleben werden. Denn wenn Skyward Sword eines gezeigt hat, dann ist es, dass die Legend of Zelda-Reihe auch nach so langer Zeit immer noch ein riesiges Potenzial hat, was nur darauf wartet, endlich erforscht zu werden, wenn sich Nintendo nur traut, mit alten Traditionen zu brechen. Seien es neue Bösewichte, neue Kampfsituationen, mehr Fokus auf Nebenfiguren und Personality und weniger Fokus auf Gimmicks, sondern aufregende neue Elemente. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch gerne ein Like, schreibt das in die Kommentare, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Und dann sehen wir uns mal in einem anderen Video. Macht's gut und bis bald. Ciao.